Nvidia rettet wieder einmal die Wall Street. Der Chip-Gigant hat gestern seine Quartalsberichtsergebnisse für das erste Quartal vorgelegt und natürlich mal wieder die Erwartungen geschlagen. Auch der Ausblick war besser als erwartet. Und das dürfte auch die Wall Street, die US-Aktienmärkte, zunächst einmal weiter nach oben treiben. Damit kann Nvidia erstmal den Zinsängsten oder die Zinsängste erst einmal in die Ecke stellen, die durchaus berechtigt sind. Und warum diese Zinsängste berechtigt sind, das zeige ich dir in diesem Video. Auf der anderen Seite, wenn wir uns die Charts anschauen, da sehen wir einen sehr starken, sehr robusten Aufwärtstrend ohne irgendwelche Sorgen. Und genau diese Sorglosigkeit, die hat sich dann doch bei den Anlegern immer mehr breit gemacht. Warum es aber echte Risiken gibt, die diese Sorglosigkeit völlig außer Acht lässt und was das ist und wie es sich auswirken könnte, auch das verrate ich dir natürlich in diesem Video. Zuvor aber lade ich dich ein, abonniere gerne den Kanal hier unter diesem Video und ich begleite dich sehr gerne auch in den nächsten Wochen und Monaten, wenn es mit Sicherheit auch einmal wieder weniger ruhig zugeht an der Börse. Immer daher zunächst der Blick auf die letzte Woche. Viele grüne Ampeln, nur das Sentiment gelb. Schauen wir auf die aktuelle Woche. Und da sehen wir, es hat sich nichts verändert im Gesamtbild und trotzdem einige interessante Aspekte, auf die wir jetzt im Folgenden eingehen. Wir starten immer mit dem wirtschaftlichen Umfeld und noch sieht die Wirtschaft in den USA sehr freundlich aus. Es herrscht großes Wachstum, natürlich befeuert durch die Schulden der US-Regierung, durch diesen unglaublichen Stimulus. Aber das bedeutet eben, zunächst einmal läuft die Wirtschaft. Schauen wir uns mal hier ein paar mehr Datenpunkte an. Zunächst einmal bedeutet das natürlich, dass es weiterhin inflationär zugeht. Ja, letzte Woche hat sich die Börse gefreut, weil ein Punkt ein klitzekleines bisschen besser reingekommen ist als erwartet und gleich ist die Börse gestiegen. Aber schauen wir uns doch mal ein bisschen an, was das eigentlich bedeutet. Die Zahlen letzte Woche waren bei 0,3%. Das war oder ist im Monatsvergleich, Month on Month. Das ist, was wir in den letzten 6 Monaten im Durchschnitt gesehen haben. Würden wir das jetzt so weiterfahren, würde also die Inflation jetzt einfach auf diesem Niveau verharren, also sprich mit der gleichen Rate weiter wachsen, dann wären wir bis zur Wahl im November wieder bei einer Inflationsrate, einer Gesamtinflationsrate in den USA von 3,9%. Würden sich 0,4%, die ja ursprünglich sogar erwartet waren, die eben dann nicht gekommen sind, aber was trotzdem der Durchschnitt der letzten 3 Monate war, würde es mit dieser doch wieder erhöhten Rate weitergehen, dann würden wir sogar bei 4,8% rauskommen. Und selbst bei 0,2%, was also schon bedeutet, dass die Inflation noch weiter sich abkühlen muss, bleiben wir bis Ende des Jahres bei über 3% Inflation. Wir müssen also eine Monatsrate von nur noch 0,1% jetzt bekommen, damit das Ganze wirklich auf einen deutlicheren Pfad in Richtung 2% bis Ende des Jahres geht. Das ist momentan nicht absehbar. Also, wir sehen anhand dieser Grafik eindeutig, dass, wenn die Inflation nicht massiv sich verlangsamt, wir weit über 3% bleiben werden, was die Inflationsrate in den USA angeht. Und die Konsequenz wird sein, die Fed wird die Zinsen nicht senken. Und das kam ja auch gestern wieder raus, aus dem Fed-Protokoll der Sitzung aus dem Mai. Die meisten Fed-Mitglieder möchten deutlich mehr Daten sehen, dass die Inflation sich ganz klar in Richtung 2% bewegt. Das ist, wenn man sich diese Prognose hier anschaut und einfach mal die Simulation anschaut, überhaupt nicht absehbar. Also dürften die Zinsen in Amerika schlicht und ergreifend weiter hoch bleiben und das hat die Wall Street gestern etwas verschreckt, sie schließen sogar, oder einige Mitglieder schließen sogar weitere Zinsanhebungen nicht aus, sollte sich herausstellen, dass die Geldpolitik nicht restriktiv genug ist. Das wäre ja wohl dieser Pfad hier Richtung 4,8% hin. Also das heißt, sollte es wirklich die nächsten Monate weiterhin so eher mit 0,3 bis 0,4% in der Monatsrate wachsen, dann, wer weiß, vielleicht gibt es sogar nochmal eine Zinsanhebung in den USA, auch wenn es momentan weniger wahrscheinlich ist. Ein Treiber sind natürlich Metalle, denn das sind Rohstoffe, die überall gebraucht werden. Hier mal Gold, Silber, Kupfer, alles auf 10-Jahres-Hoch oder Gold und Kupfer sogar auf Allzeithoch, was die Preise angeht. Wie kommt das? Es sind eigentlich 2 Gründe. Der eine Grund ist immer noch die Erwartungshaltung, die Zinsen werden doch gesenkt.
wenn nicht jetzt, dann halt eben später. Und das befeuert doch die Wirtschaft wieder. Also wird die Nachfrage nach diesen Metallen wieder steigen. Und das wird schon mal vorweggenommen. Auf der anderen Seite ist es auch eine Absicherung gegen die weiterhin hohe Inflation, mit der auch weiterhin gerechnet wird. Man glaubt nicht daran, dass die Inflation wirklich runtergeht. Man glaubt eher, die Fed senkt irgendwann die Zinsen, weil der Druck aus Washington zu groß wird. Und deshalb eben auch hier. Das Kapital schützt sich vor sich selbst, das Geld schützt sich vor sich selbst, indem es eben hier in solche Sachwerte hineingeht und damit die Preise entsprechend anzieht. Also auch das ist und wirkt natürlich inflationär, gerade Kupfer, Silber, die auch als Industriemetalle interessant sind und dort viel verbreitet sind. Wenn dort die Preise steigen, dann heißt das letztlich auch, dass eben hier auch von der Güterseite wieder Inflationsdruck herrscht. Auf der anderen Seite, und da sehen wir, dass nicht alles so rosig aussieht, wie es die Wall Street auch momentan natürlich weiterhin zeigt, das ist die Anzahl der Langzeitarbeitslosen als Anteil an dem gesamten, an der gesamten Erwerbsbevölkerung in den USA. Und wir sehen, dass wir hier in den letzten mittlerweile fast 2 Jahren doch einen stetigen Aufwärtstrend sehen. Obwohl also der Jobmarkt super robust ist, die Arbeitslosenquote niedrig ist, die Langzeitarbeitslosen werden tendenziell mehr. Und das haben wir in den letzten 30 Jahren nur zweimal gesehen. Und in der Folge wurde es eben dann eben, kam es dann auch zu einem deutlichen, ja, zu einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit, zu entsprechenden Rezessionen, sowohl dann nach dem Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000 folgende und dann eben hier auch als Vorläufer schon für die Finanzkrise. Wir haben, sehen auch da, es ging schon im Laufe des Jahres 2006 los, also fast 2 Jahre, bevor es dann wirklich auch in der Realwirtschaft runtergegangen ist. Auch hier, wir haben jetzt mittlerweile bald 2 Jahre. Also das zeigt schon, es ist nicht so unwahrscheinlich, dass wir Richtung Ende des Jahres auch in den USA in Richtung einer Rezession laufen könnten. Was auch natürlich dazu passt in gewisser Weise, jetzt ist es der vorletzte große Bär an der Wall Street, der das Handtuch wirft. Morgan Stanley, bisher 4.500 Punkte als Jahresendziel für den S&P 500. Schmeißt das Handtuch und sagt, nein, 5.400 Punkte, was ja auch nur noch knapp über dem aktuellen Stand ist, mit der Begründung, naja, die Unternehmensgewinne sehen ja doch nicht so schlecht aus, die könnten doch robust steigen, also wir heben unser Kursziel an. Jetzt haben wir also nur noch einen einzigen echten Bären, das ist JP Morgan, also die größte Bank in den USA, die weiterhin bei ihrem Ziel von 4.200 Punkten bleibt, also einen deutlichen Abschlag auf das aktuelle Niveau. Alle anderen sind bullish, haben ihre Kursziele auch schon weiter angehoben, mit dem optimistischsten aktuell bei 5.600. Das wirkt eher als Kontraindikator, denn wenn alle bullish sind, wenn alle long sind, dann sind auch alle investiert und wer soll dann noch Aktien kaufen? Also, von daher, das ist jetzt eher für mich ein Kontraindikator, denn normalerweise immer so, wenn alle nur noch von steigenden Kursen ausgehen, sind auch alle drin und dann ist der Umschwung nicht mehr allzu weit. Und genau das zeigt uns eben auch hier diese Grafik. Ich habe es ja am Dienstag auch in dem Video zu Europa schon gesagt, dass auch da, auch in Europa, die Cashquote niedrig ist. Auch in den USA sehen wir das, dass diese Fondsmanager-Umfrage der Bank of America, die eben immer wieder hier auch diese Cashquote misst und wir sehen, wir sind hier deutlich unterdurchschnittlich. Wir sind eigentlich wirklich auf sehr tiefen Niveaus. Ja, es kann auch noch tiefer gehen. Das heißt nicht, dass morgen keiner mehr Aktien kaufen kann. Aber wie ich gerade gesagt habe, es sind die allermeisten sind drin und da ist nicht mehr viel Nachfrage. Wir sehen es auch in den Volumen. Da kommt nicht mehr viel. Also alle sind schon long positioniert. Und das bedeutet eben, dass da nicht mehr viel Potenzial ist für weitere Käufe, weil einfach das Geld schon im Markt investiert ist. Also auch das ganz klar ein Kontraindikator, der uns sagt, ja, aufpassen, denn dann, wenn irgendwo der Auslöser kommt, dann ist die Gefahr eben auch groß, dass es rasch mal nach unten geht. Blicken wir also jetzt auf die Charts. Hier sind die Ampeln weiterhin grün. Klar, es sind ja alle drin, es haben alle gekauft, alle sind optimistisch und das zeigen uns die Charts. Schauen wir sie uns mal im Detail an. Und da sehen wir hier den S&P 500. Ja, wir sind über das
Allzeithoch aus dem März ausgebrochen über das alte. Charttechnisch keinerlei Begrenzungen zu sehen und so gesehen natürlich alles im positiven Bereich. Jetzt kam ja auch Nvidia mit den Quartalszahlen, die das wieder getoppt haben. Wenig überraschend. Also der Schaufelverkäufer, der eben auch den Goldsucher und sagt, kauft Schaufeln, ihr findet bestimmt Gold. Ja, verkaufen können sie. Aber auch der Anstieg zuletzt unter immer geringeren Volumen. Und das ist genau das. Die meisten sind drin. Ja, die Firmen dürfen wieder kaufen. Wir haben noch den Käuferüberhang. Sonst würde die Aktie nicht steigen, weil es einfach noch wenige gibt, die bereit sind, aktuell zu verkaufen. Jeder sagt sich, oh, es steigt doch. Ich behalte mal meine Aktien. Die steigen bestimmt noch höher. Aber auf der anderen Seite, es gibt immer weniger, die kaufen. Deswegen gehen die Volumina zurück. Und auf der anderen Seite damit auch eine hohe Sorglosigkeit im Markt. Momentan, ja, das kann weiterlaufen. Das ist auch durchaus möglich, dass das noch in Richtung 5.400, 5.500 Punkte, vielleicht sogar wirklich im Extremfall Richtung 5.600 Punkte nochmal läuft. Über den Sommer ausschließen kann man hier nichts. Aber die Luft wird immer dünner am US-Aktienmarkt. Das gleiche Bild hier auch im Nasdaq. Grüne Ampeln über das Allzeithoch, das alte vom März ausgebrochen. Wir sind im Prinzip ohne Widerstände im Markt unterwegs. Die Unterstützung liegt jetzt hier eben bei den 18.400. 65 Punkten aus dem Mai, aus dem März. Und solange wir da drüber sind, ist alles grün. Aber auch im Nasdaq die Volumen zuletzt zurückgegangen. Das dürfte sich wahrscheinlich heute ein bisschen ändern aufgrund der KI-Euphorie. Das dürfte die Kurse auch erstmal wieder weiter antreiben. Aber die Märkte sind sehr, sehr überkauft. Wir sehen es hier auch im RSI. Das ist schon sehr, sehr ausgedehnt. Auch der Abstand zum inneren Trend, zum 2-Tage-Durchschnitt, wie ich in den letzten Wochen immer wieder gesagt habe, ist groß. Also von daher, es muss nicht morgen sein, es muss auch noch nicht übermorgen sein. Und es kann auch noch bis in den Sommer hinein weiterlaufen und das Ganze sich weiter ausdehnen. Nichts von diesen Daten sagt uns jetzt, aber morgen ist Schluss. Nichtsdestotrotz, die Luft wird immer dünner und das gilt eben sowohl für den S&P als auch für den Nasdaq. Schauen wir also abschließend noch auf das Sentiment. Wir haben eine gelbe Ampel. Was uns das Sentiment denn so sagt? Nun, es ist wirklich frei von Sorgen. Auf der einen Seite sehen wir hier den Fear and Greed Index mit 58% im Greed-Bereich. Das ist aber noch ein gesunder Optimismus. Das ist nicht überzogen. Also von daher eigentlich erstmal alles gut. Aber wir sehen eben diese unglaubliche Sorglosigkeit. Put and Call Options, Extreme Greed. Wir sind hier wirklich auf niedrigen Niveaus. Wir sehen es. Auf der anderen Seite die Volatilität. Wie hier der Indikator auf neutral stehen kann, ist mir ein Rätsel. Denn wir sehen es, wir sind auf dem niedrigsten Stand, den wir überhaupt in den letzten 52 Wochen gesehen haben. Und wir waren schon Ende letzten Jahres auf echt niedrigen Niveaus. Also es gibt quasi keine Volatilität mehr. Das heißt, es geht keiner mehr davon aus, dass es in irgendeiner Art und Weise hier zu Schwankungen kommen könnte. Es geht ja nur noch nach oben. Wir haben noch KI. Und naja, die Zinsen, daran haben wir uns gewöhnt. Irgendwann senkt die Fed schon die Zinsen. Diese Sorglosigkeit, das ist eben die Gefahr im Sentiment. Aber es wird auch sich nicht verändern ohne einen Auslöser. Wir sind wieder in der Situation, in der wir ja auch schon im März waren, als wir gesagt haben, wir brauchen einen Auslöser. Damals war es dann einerseits der Inflationsbericht, der die Zinshoffnungen stark gedämpft hat. Auf der anderen Seite war es dann damals der Konflikt im Nahen Osten. Momentan friedlich ruht der See. Wir sehen diesen Auslöser nicht. Und solange wir diesen Auslöser nicht haben, dürfte es auch tendenziell weiter unter niedrigen Volumen nach oben gehen. Aber auch das gilt wieder. Es ist ganz, ganz typisch für eine Bewegung, sowohl nach oben als auch nach unten. Wenn die Volumen dünn werden, heißt es, dass die meisten Leute in dieser Richtung schon positioniert werden. Das heißt, nach oben, es gibt kaum mehr Käufer, es gibt kaum mehr Leute, die bereit sind, noch höhere Preise für die Aktien zu bezahlen. Umgekehrt wäre es nach unten das Gleiche. Wenn die Volumen nach unten dünner werden, heißt es, es gibt kaum jemanden mehr, der noch verkaufen möchte, der noch zu noch tieferen Kursen verkaufen möchte. Also, markiert meistens das Ende einer Bewegung. Aber niemand kann sagen, wann genau es soweit ist. Auch hier, es wird wieder einen Auslöser brauchen. Auf der anderen Seite, wenn der Auslöser kommt, und das ist das Gleiche, was ich auch für Europa schon gesagt habe, es gibt
kaum mehr irgendwelche Hände, irgendwelche Käufer, die dann den Markt auffangen. Und dann wollen alle durch die gleiche Tür hinaus, weil jeder ist drin, jeder will seine Gewinne irgendwie sichern, jeder hat Angst, dann schnell auf Verlusten zu sitzen oder sitzt dann schon auf Verlusten, die jetzt noch ganz zum Schluss doch noch gekauft haben. Aber es gibt keinen mehr, der den Markt aufhält. Und das ist das, was dann wirklich sich in einer Art Crash entladen könnte. Aber wir wissen nicht, wann das kommt. Und solange wir diesen Auslöser nicht haben, spielt die Musik. Und solange die Musik spielt, kann man lediglich eines tun, nämlich sich etwas an die Seitenlinie stellen, stückweise Cash aufbauen. Aber man sollte noch mitspielen. Somit auch die Gesamtbewertung eben hier in den US-Märkten weiterhin auf Grün. Also wie gerade gesagt, man sollte mitspielen, solange die Musik spielt, aber sich doch in der Nähe des Ausgangs bewegen, seine Cashquote stückweise aufbauen und ja, damit einfach sich an die Seitenlinie stellen. Es machen wie Warren Buffett. Warren Buffett investiert ja jetzt auch nicht mehr. Im Gegenteil, seit mehreren Monaten baut er immer mehr Cash auf, weil er sagt, ich finde nichts, was attraktiv ist. Der Aktienmarkt in den USA ist nicht attraktiv bewertet. Ich hatte es letzte Woche gezeigt. Die Leute bezahlen dafür, dass sie das Risiko eingehen müssen, in Aktien zu investieren, eine geringere Rendite zu bekommen, als sie es mit US-Staatsanleihen bekommen würden. Also das ist nicht attraktiv, aber es wird die Hoffnung, die Euphorie gespielt. Und solange das am Leben bleibt, diese Hoffnung, und nicht durch irgendeinen Auslöser ins Wanken gerät, solange bleiben auch hier, ja, die Ampeln höchstwahrscheinlich auf. Es ist genauso eine Phase wie jetzt. Die Börsen scheinen nur noch steigen zu können, Risiken werden ausgeblendet und das Marketing der Wall Street Häuser, es funktioniert und es zieht gerade die letzten Kleinanleger noch in den Markt. Das sind diejenigen, die jetzt noch kaufen und die dann sehr, sehr bald, wenn es wirklich mal nach unten geht, auf den Verlusten sitzen. Und dann hoffen sie nur noch, die Aktien werden doch hoffentlich bald wieder steigen. Damit du nicht dazu gehörst und es besser machst, habe ich hier eine ganz tolle Empfehlung für dich. Hier kommt dein dreiteiliger Videokurs, damit auch du mit dem System der Profis nachhaltig Geld an der Börse verdienst. Das ist das Geheimnis der erfolgreichsten Investoren. Ich zeige dir die wichtigste Fähigkeit im Börsenhandel. Hast du Aktien in deinem Depot, die tief im Verlust stehen, aber du hoffst noch, dass sie irgendwann den Einstandskurs wieder erreichen? Stell dir vor, wie du dich fühlst, wenn du kein Geld mehr an der Börse verlierst. Stattdessen hast du ein Depot voller Gewinneraktien. Investiere wie ein Profi ist dazu dein passgenauer Schlüssel. Melde dich jetzt über den Link unter dem Video an. Es waren vor allem zwei große Themen, die in den letzten Monaten, ja eigentlich schon fast seit über einem Jahr, seit 1,5 Jahren, die Aktienmärkte auf immer neue Höhen getrieben haben. Einerseits die Hoffnung und die Euphorie um sinkende Zinsen. Diese Hoffnung ist momentan etwas gedämpft und wir haben es gesehen. Die Inflationsdaten werden es nicht hergeben. Und während auf der einen Seite das FOMC, also das Board der Fed, sehr eher hawkisch ist und sagt, wir wollen viel mehr gute Daten sehen an der Inflationsfront, bevor wir überhaupt mal die Zinssenkungen dann explizit in Erwägung ziehen, ist Jerome Powell als Vorsitzender ja immer eher etwas taubenhafter, eher dovischer unterwegs. Warum? Das kommt eindeutig vom Druck, den er aus Washington bekommt, von der Regierung, die ihn dazu animieren wollen, doch endlich die Zinsen zu senken. Warum? Weil die US-Regierung ihre Zinsen einfach nicht mehr, auch ihre Schulden nicht mehr bezahlen kann. Die brauchen niedrige Zinsen, um ihre Schuldenorgie weiterfinanzieren zu können. Aber wenn das FOMC nicht mitspielt, dann kann auch Jerome Powell alleine da nichts tun und insofern werden die Zinsen wahrscheinlich erst einmal länger hoch bleiben. Aber wir haben ja den zweiten Faktor, künstliche Intelligenz. Nun, es ist der Schaufelverkäufer, es ist Nvidia, das ist die Firma, die wirklich damit Geld verdient, indem sie allen Leuten sagt, hier, ihr sitzt doch auf einer Goldgrube auf euren Daten, kauft nur unsere Chips, dann könnt ihr auch eure Daten auswerten. Komischerweise ist nur, es kamen da Daten heraus, die zeigen, es wurden bisher rund 50 Milliarden in KI-Infrastruktur, in Server investiert, aber nur 3 Milliarden verdient. Also wenn ich 50 Milliarden ausgebe und 3 Milliarden wieder reinbekomme, ist das kein so guter Deal. Nun kann man argumentieren, naja, das kommt ja alles noch und
Das ist halt die Anfangsinvestition. Aber Meta hat es uns dieses Quartal schon gesagt. Erwartet mal nicht, dass wir so schnell Geld mit KI verdienen. Und sind wir mal ehrlich, Internet, das ist eine Gratiskultur. Da die Leute werden in wenigsten Fällen bereit sein, nur weil da irgendwo KI hin dran steht, plötzlich mehr Geld zu bezahlen für etwas. Die sagen, nein, dann tut es mir das andere ja auch. Ich nehme gerne KI, aber nur, wenn es nichts extra kostet. Und somit ist wirklich die Frage, und die hat die Wall Street noch nicht beantwortet, beziehungsweise haben die Firmen noch nicht beantwortet, besser gesagt, wo sollen diese Gewinne wirklich herkommen, dass sie diese riesengroßen Investitionen in KI auch wirklich rechtfertigen? Auch die ganzen Produktivitätsfortschritte, die uns ja versprochen wurden in der kurzen Zeit, wir vermissen sie aktuell, wir sehen sie nicht in den Bilanzen der Firmen. Im Gegenteil, da sehen wir nur Kosten, aber noch keine Ergebnisse. Das ist auch nicht überraschend, denn es ist wie mit dem Internet. Das Internet hat 10 Jahre gebraucht, um wirklich dann von der ersten Euphorie 1995 mit dem Netscape-Browser wirklich dann dahin zu kommen. Jetzt haben wir das etablierte Geschäftsmodell. Und genauso wie es damals war, es geht auf den Punkt, auf das Hoch, in eine Euphorie, in eine Blase. Die Blase platzt. Einige Unternehmen, die sich jetzt ganz groß KI auf die Fahne schreiben, die werden letztlich das nicht überleben, die werden in die Insolvenz gehen und dann bleiben die stärksten Unternehmen übrig, die dann auch wirklich Geschäftsmodelle haben, mit denen sich mit KI auch langfristig Geld verdienen lässt, weil sie einen echten Mehrwert liefern. Und das sehen wir bisher einfach noch nicht. Welche das sein werden, wir wissen es noch nicht. Und es hat sich immer ausgezahlt, genau diese Phase, dieses Platzen dieser ersten Blase abzuwarten, um dann in die überlebenden Firmen, die sich dann herauskristallisieren, als die wirklichen Champions in so einer neuen Technologie und dass künstliche Intelligenz ein großes Potenzial hat, das, glaube ich, ist unbestritten. Aber zu warten und dann in diese Unternehmen zu investieren, denn das sind die, die dann wirklich die großen Renditen auch für die Anleger liefern. Jedenfalls werde ich es mal so tun und abwarten, was sich da noch so ergibt. So gesehen haben wir aber natürlich durch diese KI-Euphorie die weiterhin stabile Wirtschaft. Wir haben keinen Auslöser, der uns wirklich nach unten schiebt. So gesehen, wie schon angedeutet, solange die Musik spielt, sollte man mittanzen. Aber immer ein bisschen vorsichtig, immer in der Nähe des Ausgangs. Denn du solltest eben nicht derjenige sein, der dann, wenn die Musik aufhört zu spielen, noch ganz vorne an der Bühne steht, oh, ich bin dann ja der Letzte, der überhaupt rauskommt, weil jetzt wollen alle durch die gleiche Tür. Nein, du solltest dann einer der Ersten sein, der durch die Tür rausgeht und sagt, ich stelle mich mal in Ruhe an die Seitenlinie. Deshalb, es spricht nichts dagegen, hier mitzufahren, aber stückweise Cash aufzubauen und vor allem nicht noch neu in den Markt investieren. Warum solltest du das tun, wenn es der erfolgreichste Investor aller Zeiten, Warren Buffett, eben nicht tut? Der steht an der Seitenlinie und sagt sich, ich habe Zeit, ich warte. Und der Mann ist schon über 90 und er sagt trotzdem, ich habe Zeit, ich warte, bis es wirklich eine gute Situation, eine gute Chance gibt. Und die Chance wird kommen. Klar ist, die hohen Zinsen, irgendwann machen sie was kaputt. Denn die Schuldenlast in den USA bei allen Beteiligten ist einfach riesig hoch. Und irgendwann werden diese Zinsen werden eine Auswirkung haben auf die reale Wirtschaft. Und wir sehen es ja schon, dass am Arbeitsmarkt erste Risse entstehen. Aber das Ganze ist so auf Steroide gesetzt durch diese Schulden, durch diese Stimulusmaßnahmen der Regierung, dass es einfach viel, viel länger dauert, als es in normalen Wirtschaftszyklen der Fall ist, bis wir wirklich diese Risse sehen. Deswegen, es kann bis in den Herbst hinein dauern. Es kann auch sein, dass wir noch bis in ins Frühjahr nächstes Jahr hinein warten müssen, bis es dann wirklich einen großen Knall auch gibt. Es wird ihn geben. Deshalb aber auch mitfahren, mitschwimmen, ohne übermütig zu werden. Es gibt aber auch, und das sage ich auch ganz klar, momentan keinen Grund, sich dagegen zu stellen und zu sagen, ich setze zum Beispiel auf fallende Kurse. Nein, sondern letztlich mitschwimmen, aber vorsichtiger werden und abwarten. Die Warnzeichen sind da und sie werden immer mehr. Aber wie gesagt, das ist Zukunftsmusik. Ich sage es dir natürlich hier auf diesem Kanal, wenn es denn soweit ist. Zunächst wünsche ich dir aber eine erfolgreiche Börsenwoche und bis zum nächsten Mal. Dein Christian.